Ja, Werner Schuster, die Saison ist vorbei. Eigentlich ist es auch Zeit, ne? Es ist Zeit, ja. Also es war eine sehr lange Saison, eine sehr intensive Saison, speziell die Olympischen Spiele in Korea. Weite Reise und da war schon so ein, auch für uns natürlich tolle positive Momente, aber wie gesagt, man hat kaum Zeit zu verarbeiten, hetzt dann wieder im Weltcup rum. Also man hat schon gemerkt an der Substanz, dass es gut ist, wenn die Jungs jetzt aufhören. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden und es hat viele die positiven Momente überwiegen. Das ist wohl wahr. Ist es vielleicht generell ein bisschen zu viel, wenn man die Rau eher und keine Pause? Früher hat man gesagt, zwei Skifliegen in der Saison ist genug. Jetzt sind wir bei vier. Der Weltcup, kommt der Hubschrauber wieder, stört uns nicht. Ist das nicht ein bisschen viel? Es ist insgesamt sehr viel, aber es hat alles ganz gut geklappt. Sind wir froh, dass wir auch sturzfrei durchgekommen sind. Und von dem her sieht man, wie unglaublich stark die Jungs schon sind, also wie belastungsfähig sie sind. Aber ich denke mir, wenn man weiterhin solche Winterkalender macht, dann ist es wahnsinnig schwierig, dann über viele Jahre auch noch im Sommer dann noch 3-4 Monate präsent zu sein. Die Jungs brauchen dann natürlich auch mal Zeit, um ihre Akkus aufzuladen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Athleten werden besser, die Trainingsmethoden werden besser und die Top-Athleten haben es alle durchgehalten, die sind alle durchgefahren. Werner, was mich beschäftigt, ich suche eine Antwort, ob du sie geben kannst, weiß ich nicht. Wie macht man das im Skispringen? Dass man einen Wellinger auf den Punkt so fit macht, dass er Olympiasieger wird. Ja, und dann kommt wieder so ein leichtes Abschlafen. Dann kommt wieder eine Besetzung im Teamwettbewerb, wo wir, zumindest auch ich, gestaunt habe. Sag, Mensch, der Schuster setzt den Wellinger ein. Der ist doch hier gar nicht gut geflogen. Also es gibt so ein paar Sachen. Das sind ja fast irgendwie vom Feeling her, sagt Herr Schuster, ich mache das, weil ich davon überzeugt bin. Ja, das waren jetzt mehrere Fragen auf einmal. Also die erste Frage, warum oder wie man jemanden auf den Punkt fit machen kann, um ehrlich zu sein, so einfach kann man nicht jemanden auf den Punkt fit machen. Also es geht nicht. Also er hat eine ganz gute Saison gesprungen mit Auf und mit Abs. Und er hat ein großes Potenzial gehabt und es ist ihm und uns im Trainerteam gelungen, es bei Olympia perfekt abzurufen. Er hat die kleine Schanze gut beherrscht, die war ihm auf den Leib geschneidert und ich denke, er hat dort verdient gewonnen und dann kam er in einen Lauf rein, hat er durchgezogen. Ansonsten sieht man, er ist 22, er muss noch ein bisschen was lernen und für ihn ist es nicht so einfach, wie vielleicht für den 30-Jährigen doch von A bis Z einfach durchzuziehen und einfach eine Saison von November bis März zu springen. Das denke ich, er muss er noch lernen. Ja, zu dem Thema Mannschaftsspringen. In Summe war es eine sehr schwierige Entscheidung. Ich habe mir dann einfach auch ein bisschen riskiert und hinterher wissen es dann alle besser. In dem Fall war das Gefühl das Richtige. Ich habe ihm einfach vertraut, wenn ein Olympiasieger ist, der kann es nicht von heute auf morgen verlernen. Und ich habe ihm einfach vertraut, dass er einfach unter Stress im Wettkampf dann seine Leistung abruft. Und das hat er auch gemacht. Hat er auch einen gewissen Bonus als Olympiasieger? Ja, ne? Nee, hat er nicht. Also einen Bonus hat er nicht als Olympiasieger. Man muss sich immer wieder beweisen. Das hat man auch gesehen. Wir haben eine starke Mannschaft. Und bei Olympia musste man auch eine sehr schwere Entscheidung treffen. Da haben wir Markus Eiswiller als absolute tragende Säule dieser Mannschaft konnte man nicht einsetzen. Und von dem her gibt es jetzt nicht diesen Bonus von den Leistungen her. Aber es gibt eben in der heutigen Saison gibt es einfach auch Erkenntnisse, wie die Leute in gewissen Situationen reagieren. Und ich war einfach guten Mutes, dass er das schafft. Aber natürlich gab es keine Garantie und es hätte auch schief gehen können. Werner, jetzt beende ich das Interview mit einer Frage, ein Gerücht ist. Ein Gerücht ist. Werner Schuster, Cheftrainer in Österreich demnächst? Nein. Gerücht. Ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, aber es stimmt nicht. Gut, das haben wir klar und deutlich gesagt. Ansonsten, ja, es gibt ja keinen Grund, in Deutschland aufzuhören. Du bist sowas von erfolgreich und es gibt ja keinen Grund, dass da irgendwie mal ein Riss passiert oder was. Ne? Es läuft ja alles. Naja, so einfach geht es nicht. Also gerade wenn man länger dabei ist, ist es so, dass man mehr oder weniger sich fast wieder neu erfinden muss. Und auch wichtig, dass im Trainerteam immer wieder mal Dinge passieren, die sich abnutzen. Man muss immer wieder für neue Reize setzen. Und von dem her ist es schon eine lange Zeit. Und die Leute kennen mich und ich kenne die Leute. Und von dem her bin ich auch stolz darauf, dass es bisher so gut geklappt hat. Aber es ist keine Garantie für die Zukunft. Aber wir haben motiviert, diesen Laden zusammenzuhalten. Und vielleicht an der einen oder anderen Position muss man vielleicht mal nachjustieren. Aber in Summe bin ich motiviert. Die Mannschaft ist jung.
Und ich bin auch, würde mich riesig freuen, wenn ich dabei sein kann, wenn der Severin nochmal zurückkommt. Ihm habe ich viel zu verdanken. Ich glaube, er hat dem Team viel zu verdanken. Und von dem her haben wir eigentlich die neuen Aufgaben schon wieder im Blick. Okay, du bist durch einen Interviewmarathon gegangen. Den letzten beißen die Hunde, das sind wir. Wir wünschen dir alles, alles Gute. Werner, demnächst auf ein neues. Okay, danke schön vielmals. Viel Spaß weiterhin.